So, jetzt wird hier reingeballert mit der Sense, Alter, mir reicht's. Oh mein Gott, let's go, schön. Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Freunde. Es geht heute darum, was hinter den Kulissen von Black Ops 4 alles schief gelaufen ist. Da gab es einen Artikel von Kotaku und da hat man quasi erfahren, was in der Produktion von BO4 alles schief gelaufen ist. Das erzähle ich gleich ein bisschen. Nebenbei habe ich Bock, ein bisschen Black Ops 3 zu zocken und generell habe ich mir überlegt, ich werde einfach wieder Black Ops 3 YouTuber, weil ich Bock drauf habe. Leute, im Übrigen ganz kurz, Level Up, wer sich eine Dose gönnen will, die zum Beispiel ist noch original verpackt, sogar sehr gut. Das ist zum Beispiel Strawberry Kiwi. Einfach mit Code Scorpion noch ein bisschen Kohle sparen beim Kauf davon. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir mal ganz dezent zum Video. Let's go. Ohne Witz, Leute, wenn ich das hier so sehe, dann weiß ich auch ganz genau, warum ich Black Ops 3 so gerne mochte. Scuff hat nämlich auf Twitter gepostet, was meine drei Lieblings-CODs sind, also hat natürlich jeden gefragt. Ich habe geschrieben Black Ops 2, Black Ops 3, MW3 auch in dieser Reihenfolge, weil es einfach so ist, Freunde. Und wenn ich mir diese Spezialisten so anschaue, auch gerade eben das Spezialistenmenü, es ist einfach so viel geiler, Mann. Diese Spezialisten sind einfach gut, weil du auch nur eine Fähigkeit hast. Dazu sehen die Spezialisten auch noch alle so mega cool und hochwertig und unterschiedlich aus. Dieses Menü hier am Anfang, ach, das ist einfach geil. Es ist einfach wirklich besser als in Black Ops 4. Und da kommen wir auch direkt schon zum Thema. Ich habe es eben schon so ein bisschen angesprochen. Es geht einfach darum, was Kotaku veröffentlicht hat. Und das ist wirklich ziemlich krass. Und das hat erklärt für mich auch einiges. Und zwar geht es im Grunde genommen darum, wurde berichtet, was in BO4 bei der... Ach du Scheiße, wie ich hängen geblieben bin. Was während der Entwicklung von BO4 alles falsch gemacht wurde. Und unter welchen Umständen die Leute da teilweise arbeiten mussten. Und das ist wirklich ganz, ganz krasses Zeug gewesen. Vor allem die Tester im Studio von Treyarch. Also man kann quasi es so zusammenfassen. Es gab einfach menschenunwürdige Arbeitszustände dort. Die Leute mussten da zu ganz merkwürdigen Konditionen arbeiten, wurden teilweise nicht mal, die hatten nicht mal eine Klimaanlage, mussten irgendwie 70 Stunden jede Woche arbeiten, die Tester vor allem. Und das beweist ja auch schon, wenn sowas ist, dass in so einem Studio nicht mal ansatzweise alles stimmen kann. Weil wie soll ein Spiel auch extrem gut werden, was unter solchen Umständen irgendwie zusammengeschustert wurde? Das kann ja gar nicht funktionieren, wisst ihr, was ich meine? Und das hat mich so geschockt, weil ich finde, man fühlt es irgendwie in BO4. Also ich weiß nicht, ob ihr es auch so seht, aber ich finde, man fühlt in BO4 so ein bisschen dieses Alter, krass, das ist einfach nicht ganz fertig. Und da hat quasi für mich dann am Ende des Tages alles Sinn gemacht. Alter, der Typ ist ja ein richtiger Ehrenmann. Es hat alles Sinn gemacht, weil wenn du unter scheiß Bedingungen ein Spiel zusammenschusterst, im Übrigen zum Beispiel sowas wie die Kampagne wollten sie eigentlich machen. Wisst ihr noch, der große Aufschrei, dass die Kampagne nicht drin ist? Die wollten eigentlich eine machen und die Kampagne war schon fertig designt und wurde dann komplett abgesägt. Einfach, weil die ein Battle Royale auf Krampf reinmachen wollten. Und das finde ich auch einfach, das finde ich einfach so heftig. Und wenn man sich einfach mal überlegt, dass unter solchen Konditionen einfach ein AAA-Titel gemacht wird, dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass es dieses Jahr wirklich die beste Laune ist. Wirklich, ich hoffe auf die beste Laune, die möglich ist im Studio. Dass sie jeden Tag gepicknickt haben. Dass es da auch eine Angestellte gab, die vielleicht den einen oder anderen Mann zwischendurch mal verwöhnt hat. Oder auch andersrum, ein Callboy, der die Frauen verwöhnt hat. Weil das wäre natürlich super, wenn die Arbeitszustände jetzt perfekt wären. Weil dann kriegen wir auch das bestmögliche Spiel. So, diesen Typen da hinten holen wir uns jetzt weg. Diesen Unehrenmann, den kann ich da nicht sitzen lassen. Das geht nicht. So, Alter, ist da, der ist ja... Also das ist ja heftig, was der sich hier aufgebaut hat. Ja, ich krieg die Schleuderfall nicht kaputt, feindlich. Okay, Sense raus. Komm her, Bruder. Komm her, Digga. Ja, Mann, komm. Ja, Digga, komm. Ja, Digga. Ja! Was? Okay, okay, das war gut von ihm. Boah, okay, das war wirklich heftig sogar gemacht. Die meinten halt auch, deswegen kam... Wisst ihr noch am Anfang, wie viele Updates kamen? Und die meinten halt auch, das war deswegen, weil die haben quasi so... Das Spiel war so unfertig, dass sie dauernd welche Updates machen mussten. Und die Tester sind kaum dahergekommen, weil die halt wirklich... Also die Tester... Gut, das scheint wohl in der ganzen Spielbranche zu sein, wenn man diesen Artikel glauben kann. Die Tester haben halt quasi das Schwerste los, weil sie halt einfach ja nur dafür da sind, Fehler zu finden. Und deswegen kann man immer schön alles auf die schieben, aber die tun auch sonst nicht... Tragen sonst nicht zum Spiel bei. Ich kann mir schon vorstellen, dass man als Tester in so einer richtig ekligen Position ist, dass die einen da null respektieren und so. Uiuiui. Alles klar. Ach so. Mhm. Ich weiß nicht, ich rushe viel zu viel auf einmal so. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich merke so, ich will voll auf Krampf rumboosten die ganze Zeit. Ehre genommen, Bro. Ey, das gibt's doch nicht. Ich habe zweimal so ein Pech mit der Sense. Was ich einfach so krass hoffe, ist, dass das nächste COD einfach so gut wird, Mann. Ich weiß halt auch, dass es bei Ghosts so ähnliche Probleme gab. Da gab es auch irgendwie Beef, glaube ich. Aber ich glaube, früher war das noch nicht so, dass das so krass an die Öffentlichkeit geraten ist, glaube ich. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied. Das Haus haben wir schön geklärt, Jungs. Kuckuck. Hallöchen.
Na du? Na schau, das ist nicht die ganze Zeit so. Nice, okay, Konterdröhnchen. Ja, komm, noch einer. Noch einer, komm her. Bruder, wo bist du? Nein, nein, nein. Oh, Ehre genommen. Nein, oh mein Gott, so eine scheiß hässliche Mine. Digga, diese Ladezeiten, das sind ja echt anders krass. Da hätten sie mal ein bisschen sich was von Black Ops 4 abgucken müssen, Kappa. Boah, ich weiß auch die Ghost-Ladezeiten, Mann. Digga, das war so, das war menschenverachtend. Geil, Geleitschutz auf Havoc, Mann, deswegen spielt man COD. Geil, da packe ich jetzt auch echt direkt mal meine Lieblingswaffe aus. Geil, Digga, yo! Yo! So, wir spielen jetzt richtig eklig, richtig widerwärtig. Ja, aber er toppt es noch, weil er spielt Shotgun auf Havoc. Was für ein Honored Man, Alter. Alter, ist das sweaty. 5 zu 4. Amana Malz Bier, Alter. Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott, als ob, Digga. Er ist der beste Shotgun-Spieler, Mann. Ich bin so krank überfordert, das gibt's nicht, echt. So sweaty, das ist echt anders krank. Wo ist der andere? Hier ist doch noch einer. Spawnen die wieder da hinten. Die spawnen hier links und rechts. In your face, bitch. So machen wir das jetzt. Auf Ehrenbruderbasis. Aha, aha. Ja. Das wäre, by the way, der safe Orbi gewesen, wenn das nicht Geleitschutz wäre. Wo ist der Dude? Hier drin, wa? Er ist der beste Shotgun-Spieler. Leute, was soll ich noch machen? Links, rechts, alles, Digga. Ihn juckt es gar nicht. Er so... Ihn juckt es... Persönlich ist ihm das egal. Das ist das Problem. Alter, was geht da ab? Kriegt man echt mal richtig Bock reinzuhalten. Jetzt habe ich mir seine Shotgun mal aufgehoben. Ja, geil. So läuft es also. So macht es richtig Spaß, ne? Mich halt nicht durch, Mann. Digga, das ist wirklich krank. Die spielen hier alle zusammen mit Bretschi. Anscheinend ist es so der neue Shit, mit Bretschi zu spielen. Komm, wir spielen jetzt mal das Objective. Boah, Leute, es ist jetzt einfach schon 2 Jahre her, dass ich die AN gezogen habe in diesem legendären Livestream. 2 Jahre, Mann. Verrückt, wie die Zeit vergeht, ne? Das ist echt komplett verrückt. Aber ich packe sie jetzt extra wieder aus deswegen, damit wir sie jetzt uns nochmal anschauen können hier. Ja, crazy, Mann. 2017, es war schon ein krankes Jahr auf Scorpion Place. So, jetzt wird hier reingeballert mit der Sense, Alter, mir reicht's. Oh mein Gott, let's go. Schön. Oh, geil, habe ich es denen gegeben gerade. Ja, Mann, schön, Alter. Ich habe gerade den Roboter so viele Schritte alleine gehen lassen. Nein. Jetzt bin ich langsam wieder am Start, Mann. Boah, das bockt gerade auch nochmal. Wenn man wieder richtig. Wenn die Hände wieder mal warm sind, das erste Mal. Oh ja, Digga. Mhm. Ah, schade. Und let's go. Okay, ich muss sagen, Leute, erste Runde war Informationen raushauen, war Gameplay scheiße. Jetzt ist Gameplay gut. Also was heißt gut, aber es läuft schon ganz nice, Mann. Digga, der Drive ist gerade da. Das müssen wir nur 1,5 Minuten schaffen oder eine Minute 19. Das werden wir jetzt wohl irgendwie packen. Da packen wir uns jetzt echt nochmal die BRM raus. Den Typen haben wir. Wir machen das jetzt ganz eklig. Wir spielen nämlich Zeit. Wir spawntrappen quasi einfach nur, damit der Roboter nicht weiterläuft. Okay, wir sind hinter denen. Kann ruhig gierig werden. Werd ruhig gierig, Bruder. Weil das bringt alles Zeit, mein Freund. Das bringt alles Zeit. Carlos, der Ehrenmann. Gib mir noch fast einen Turn-on. Ich würde mal glatt behaupten, das Game haben wir gewonnen, Freunde. Das Game haben wir gewonnen, Freunde. Guckt euch an, wie geil diese Spezialisten sind. Ich meine es ernst, Mann. Das ist alles so schön einfach. So schön. Wie krank ist es bitte auch, dass BO3 dieses Jahr auch schon wieder 4 Jahre alt wird. Unfassbar, Mann. Ich weiß doch genau den Tag, wie es rauskam. Alles. Schon wieder 4 Jahre her. Bruder, da muss ich wirklich... Ich muss wirklich los, Freunde. Das kann nicht sein. Diese VMP ist doch einfach zu legendär.
Hello again. 3, 2, 1, hier muss er zurückkommen, oder? Also das ist wirklich, also... Es ist wirklich nicht unsweaty, muss ich sagen. Weil man sich alleine mal vorstellen muss... Alter, unter mir ist einfach ein Gegner, Mann. Chill mal. Weil man sich einfach mal vorstellen muss, die laufen nicht alle so geschenkt rein. So, gut, die letzten beiden waren jetzt schon ganz nett. Okay, da oben ist einer. Nicht, nicht, nicht zu hoch! Oh mein Gott, er musste mich nur mit... Ach, der oben hat mich geholt? Wow. Der Spawn wird jetzt flippen, also her damit, Freunde. Oh ja, geil, ich habe eine Hitzewelle. Ich dachte gerade, ich brauche die jetzt niemals. Der Typ ist easy kill. Auf einmal holt er mich natürlich mit dieser... Ich weiß nicht mehr, welche Waffe das ist, Mann. Ich schwöre euch, ich weiß nicht, wie die heißt. Oh, Heatwave macht so Spaß in solchen Momenten wie dem gerade. Ja! Ich mache auch immer Kantenslide, immer volles Risiko. Wenn man es nämlich nicht schafft, fällt man da runter. Bitte keiner hinter mir. Nein, gib mir doch den Turn-On. Mann, er ist sogar zu schlecht, direkt rauszukommen. Das wäre so eine richtige Turn-On-Situation. Ja, der Krankenwagen fährt auch schon vorbei. Ich muss schon sagen, ich habe gerade echt Spaß, Freunde. Wirklich. Das ist der Noob. Brauchen wir uns gar nicht konzentrieren. Also der Slide funktioniert noch, Freunde. Das verlernt Marcello nicht. Ich habe so Bock, einen zu heatwaven. Kleines Rätsel, Leute. Was ist besser als einen zu heatwaven? Zwei zu heatwaven, Freunde. Das ist so geil, Mann. Wenn die beiden rumspringen und absolut gebrutzelt werden. Knusprige Brathähnchen. Mhm, aha. Jo. Gute Connection. Gute Connection, gute Connection! Ja, ja, das macht so Spaß! Das war, glaube ich, wirklich einer der Top 10 lächerlichsten Tode, die ich hier bekommen habe. Hey, hey, Bro, warte, Bro. Okay. Er hat sogar wirklich gewartet, ich glaub's nicht. Hallo? Alter, und da kommt Jack the Ripper da noch um die Ecke. Nein, 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 das gibt's nicht, guckt euch das an! Oh, your love is like a heat wave. Stopp, stopp. Meins, 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 ui. Komm, wir gehen jetzt rein. Nein, nein, nein. Mann, ich wollte mehr als... Ja, ja, den kriegen wir auch noch. Geilo, ja, ja. Oh, ist das schön, Mann. Nein, 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 nein. Okay, das hat man schon gespürt, dass man das nicht schafft. Also Leute, man hat im Video gemerkt, dass ich langsam eingespielt wurde. Nice. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.